Willkommen zurück zu Let's Play Rift. Ja, wir stehen genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich in der Nähe dieses Luftrisses. Wir haben es unbeschadet überstanden, es ist nichts geedit oder sonst irgendwas. Wir müssen nämlich noch Folgendes tun, und zwar Wächtersoldaten besiegen, ist das richtig? Ja, dazu müssen wir einfach hier diesen Weg entlang. Das machen wir auch gleich mal, so den pullen wir. Wir haben ja letztes Mal gelernt, die ruhig zu ledern, die lassen ganz gut was droppen. So, zack. Auf geht's. Ja, wie gesagt, ich habe mich immer noch nicht um eine Skillung gekümmert. Ja, da muss ich mich nochmal ganz in Ruhe damit befassen. Das ist irgendwie nicht so für die Schnelle. Da ich gerade Zeit zum Aufnehmen habe, dachte ich mir, komm, die zwei, drei Folgen, die werden wir noch mit dieser aktuellen Skillung hier bewältigen. Ich meine, wir haben ja keine Probleme. Bis jetzt zumindest. Und, ja, dann werden wir uns danach mal mit den neuen Skillungen beschäftigen. Oder beziehungsweise ich mich. Und dann bin ich mal gespannt, was ich draus mache. Ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon angeschnitten oder gesagt oder geäußert, wie auch immer. Dass ich gerne Einhand und Schild benutzen würde, aber trotzdem gerne Damage fahren möchte. Aber ich glaube, diese Combo ist nicht so, zugänglich. Also wir gehen einfach hier oben vorbei. Dieser Luftriss wird uns nicht stören. Denn es ist, glaube ich, ein questgebundener Riss, sondern also keiner, der sich so zufällig auftut, wenn die Spieler in der Gegend sind, sondern der ist gescriptet, also komplett. Und das gehört nochmal zu einer Quest. Deswegen brauchen wir auch gar nicht versuchen, da jetzt das Ding zu schließen. Beziehungsweise, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht versucht. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, auf jeden Fall, die kann man nicht ledern. Das ist schade. Aber da oben steht schon wieder so ein Opfer. Hier. Den werden wir gleich noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Die Erfahrung nehmen wir nämlich mit. Denn ihr seht, wir haben bald Level Up. Da kann man ruhig mal ein bisschen das ein oder andere Monster extra töten. Ich meine, wir haben ja auch noch diesen 140% nur. Ich dachte, das wären 200. Also wir kriegen 40% mehr Erfahrung jetzt, solange diese Leiste hier grün ist. Weil wir halt so lange nicht mehr gespielt haben. Ihr kennt das ja wahrscheinlich aus anderen Spielen, dass wenn man sich, also für die Zeit, die man sich ausgelockt hat und nicht aktiv spielt, dass man in so eine Ruhe-Modus da reinkommt und dann kriegt man halt mehr Erfahrung, wenn man sich das nächste Mal einloggt. Je nachdem, wie lange man ausgelockt war. Ja, mal schauen, vielleicht sehen wir die Leiste ja mal wieder in einem blauen Ton. Ja, was gibt es Neues? Eigentlich nicht viel, außer dass jetzt so ein Fest hier einhorntastisch ist gerade am Start. Das wird gerade ziemlich dick beworben, zumindest im Launcher. Da steht auch nicht Juni, sondern Juin. Ich weiß nicht, was die Übersetzer sich dabei gedacht haben. Muss man mit leben. So, den haben wir mal aus dem Weg. Und, ja, es ist schon mittendrin. Es ging am 22. Mai ging das los und es geht bis zum 6. Juni. Wobei eigentlich auf der Webseite erst stand nur bis zum 29. Deswegen irritiert mich das. Vielleicht weiß da jemand genaueres, was da abgeht. Ich hoffe nur, wir werden ein Einhorn ergattern. Ich habe schon gesehen, ein Einhorn, genau. Oh mein Gott, ganz ruhig. Ein Einhorn kann man nur im Shop erwerben. Dieses Onyx-Einhorn oder was heißt. Das kann ich ja gleich mal kurz zeigen. Ich brauche nur die Leiche hier. Zeige ich euch. Und zwar hier in diesem limitierte Edition Glitzertruhe. Enthält, das ist das Problem jetzt daran, enthält eine Chance auf Halskettenringe und Schmuck. Und das Herz ist bla bla bla, Schlacht zu Tier 2. Gerüchten zufolge kann man darin gelegentlich auch das neue Onyx-Einhorn gefunden werden. Gelegentlich, das sagte schon. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann zu viel von diesen Punkten und habe mir zig von solchen Paketen mal geholt und ich hatte nie die Reittiere drin. Das ist ein bisschen schade. Jetzt möchte ich die Punkte nicht verschwenden. Ich weiß nicht, soll ich es wagen? Vielleicht einmal? Ich weiß es nicht. Ich würde die Punkte gerne noch ein bisschen sammeln und mir vielleicht was anderes davon gönnen. Wobei, was anderes als die Seelen werden es wahrscheinlich dann sowieso nicht. Muss ich mal schauen, ob ich diese Handelseinheit hier irgendwie ergattern kann. Man kann sich ja für Ingame-Geld aus dem Auktionshaus zum Beispiel von anderen Spielern diese Rex kaufen. Die können sich andere Spieler halt erwerben.
über diesen Shop für echt Geld, um das dann ins Auktionshaus zu stellen oder selber für sich einzulösen. Und wir haben Level Up, wir kriegen 2 Seelenpunkte, beschäftigen wir uns erst später mit. Ja, so kann man sich legal Ingame-Geld quasi ja, erwerben. Ich weiß gerade nicht, wie viel die wert sind. Muss ich nachher mal schauen. Wir müssen eh nach Meridian für dieses Einhorn-Tastisch. Allerdings machen wir erst diese Quest zu Ende. So viel Zeit muss sein. Ach, ist doch dieser Kassier. So. Okay, wir müssen... Genau, wir sind jetzt gleich da. Das sind die hier. Da pullen wir einfach mal einen raus. Und hoffen einfach das Beste. Mensch, jetzt hatte ich schon mal richtig Lust, einen Krieger zu machen. Jetzt, wo die auch heilen können, ne? Aber... Ach ja, ach ja. Okay, es war einer. Wir müssen nur 5 Stück killen. Komm, da steht noch einer. Hallo? Okay, wie auch immer. Wer ist das denn hier? Faulwind. Der vergreift sich gerade an unserer Fee. Das kann ich nicht zulassen. Komm her hier. So, der sollte auch kein Problem für uns sein. Der zählt natürlich nicht für die Quest, das ist klar, weil das kein Wächter-Soldat ist. So wie der Marshall. Müssen wir den überhaupt besiegen? Keine Ahnung, auf jeden Fall zählt der. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich finde das cool mit 2 Waffen, ey. Aber ich glaube, die Chance ist spätestens seit der Charakterherstellung vorbei. So, das heißt 2 Stück nur noch. Das geht relativ schnell. Müssen nur gucken, dass die nicht sofort respawnen. Ach, jetzt kommt der hier wieder. Den hauen wir mal weg, damit er uns nicht von hinten ins Kreuz latscht. Der ist, wie gesagt, kein Problem für uns. Wir müssen nur aufpassen, dass die Wächter nicht hinter uns spawnen. Das wäre nicht so prall. Hier, den nehmen wir noch. Und dann haben wir eigentlich auch alle. Dann können wir die ganzen Quests abgeben und nach Meridian reisen. Bevor wir das tun, werden wir allerdings erst das Porticulum in dieser Gegend hier in der Wundfallregion freischalten. Da müssen wir, glaube ich, eh noch eine Quest abgeben. So, Moment, haben wir jetzt hier alles? Das sieht so aus. Oh, da ist eine Invasion im Gange. Werden wir daran teilnehmen? Ach, nee, ich glaube nicht. Wir werden wieder zurück zum Dorf, zum Nagels abgeben. Und... unseren Plan verfolgen, unser Einhorn zu ergattern. So. Kann man eigentlich sehen, wie das aussieht, das Onyx-Einhorn? Warte mal. Natürlich nicht, aber vielleicht ist es ja... Ich stehe hier mittendrin, ich weiß. Vielleicht ist es ja bei Reittieren. Natürlich kann man das nicht einzeln erwerben, sondern nur mit diesem Paket, wo man auch nur vielleicht eine Chance von 1% hat oder so, oder noch weniger. Das Erz. Nee, komm. Das Ding zu ergattern. Ja, muss jeder für sich selber wissen. Mich kribbelt schon ein bisschen an den Fingern, das mal auszuprobieren. Vielleicht haben wir ja Glück oder für das Event ist die Drop-Chance mal auf 100% oder so. Tja, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht so dran, weil wie gesagt, seit der Free-to-Play-Umstellung ist ja einiges im Argen, was die Gewichtung, also meiner Meinung nach, der angeht. Ich finde, der Fokus ist extrem stark. Ja, auf schnelle Kohle ausgelegt. Also, nicht falsch verstehen, ne? Es soll natürlich jeder Rift spielen können, habe ich kein Problem mit. Aber wie die Sachen hier an den Mann gebracht werden, das ist, ja, weiß ich nicht. Das war vorher definitiv nicht so. Da hat man schön seine 13 Euro im Monat bezahlt. Hatte den vollen Content, okay, bis auf ein paar Special-Reittiere oder so, die man sich dann kaufen konnte, die aber dann alle Charaktere hatten. Egal, ob man den Charakter später erstellt oder, weiß ich nicht, jeder Charakter, den man erstellt oder auf seinem Konto hat, der hat dieses Reittier bekommen. Oder solche, oder die Special Editions oder so, da habe ich absolut nichts dagegen. Aber sobald man für jeden Charakter, ja, indem man, weiß nicht, wenn das nur für jeden Einzelnen zählt, aber trotzdem genau noch dasselbe kostet wie vorher. Weiß nicht, ob ich das gut finden, gut heißen kann. Ich
werde auf jeden Fall einen riesen Bogen darum machen. Gut, bei dem Eichhörnchen konnte ich nicht widerstehen. Allerdings war das ein Versuch. Das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, oho, es zählt nicht für alle. Schade. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger mit den Reittieren aus dem Shop. Vielleicht haben sie es mittlerweile geändert, ich weiß es nicht. Allerdings sollte man das mal ausgesprochen haben, finde ich, und nicht einfach alles blind, ja, gut heißen, nur weil das Spiel im Prinzip immer noch gut ist. Aber dieses ganze Drumherum ist ein bisschen vernachlässigt worden. Also, das merkst du ja schon an dem Support. Es gibt nur noch einen deutschen Community-Manager oder irgendwie sowas. Die Patch-Notes, die werden so wie ich das mitbekommen habe, ich habe jetzt aktuell nicht ins Forum geguckt, nicht übersetzt. Oder im Launcher stehen mal französische Seiten drin, weil es keine deutsche Übersetzung gibt oder so. Bei den letzten Aufnahmen war ja auch schon 2.7 draußen und die letzten Patch-Notes, die im deutschen Launcher standen, waren die von 2.6 Hotfix irgendwas. Also so, weiß ich nicht, es wird ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach. Was ich sehr schade finde. Wenn es den gleichen Support noch von früher hätte, dann wäre das richtig gut noch. Naja, gut. Wir konzentrieren uns auf dieses Spiel. Ich wollte dieses Drumherum eigentlich nur mal erwähnt haben. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Nicht jeder ist bereit, 13 Euro im Monat für ein Spiel auszugeben. Ich bin schon. Wenn denn der Inhalt und so auch alles stimmt, dass man nicht zu stark eingegrenzt wird. So wie es eigentlich sein sollte. So, wir müssten eigentlich... Ach, guck mal, das ist schon wieder ein anderer Spieler. Auch mal schön, jemanden zu sehen. Ein Abenteuer sogar. Wir werden jetzt kein Abenteuer mitmachen. Sondern wir werden einfach mal... ja, zum Lager durchgehen, um die Quests abzugeben, weil wir ja doch nach Meridian wollen. Wir trödeln hier rum die ganze Zeit. So, ja, okay, das sind unsere hier. Das heißt, wir müssten bald wieder an unserem Lager sein. Ach, guck mal, hier ist noch jemand. Was macht der denn da schönes Zaubern? Huch. Ich bin hier fast in den Gegner reingelatscht. So, wir sehen auch schon, hier ist schon der erste Händler. Das heißt, wir sind gleich am Lager. Ach nee, warte mal, das ist das Falsche. Das ist doch der Wundwaldlift da vorne. Das heißt... Nee. Ach nee, das muss hier um die Ecke jetzt sein. Ja, gut, dass ich kein Navi habe. Hier ist das Lager. Ich habe gerade nur diese Hütte hier unten gesehen. Das ist definitiv der Wundwaldlift da unten. Diese Liftstation. So. Zack. Sehr schön. So, dann schleichen wir uns mal hier unter diesem, ja, unter dieser Plattform her, geben die ganzen Quests ab. Das sind ja doch einige. Ich schau mal ganz kurz. Wir sollten auf jeden Fall noch genug haben. Das müssen wir auch noch abgeben, nebenbei. Wir könnten allerdings mal den ganzen Crap verkaufen. Findet ihr an etwas Gefallen? Ja, vielleicht. Aber eigentlich wollte ich nur verkaufen, die Auswahl ist guter Zwerg. Leider beschränkt. Goblins haben den Lieferanten. Ja, Sprüche, die wir schon zur Genüge kennen. Nehmt diese Prüfung an. Oh, Geschichte. Mal was Neues. Oh, wunderbar. Ihr habt ja Wundwald-Mithrilerz und Quellsteinfragmente mitgebracht. Dieses Mithrilerz ist in der Tat sehr, sehr selten. Mit Hilfe dieser Materialien kann ich ein Gerät bauen, um diese ebenen Kreaturen auszuschalten, damit wir endlich das Reliquiar der Sturmkönigin angreifen können. Alles klar. Oh, noch mehr vorlesen. Um an das Reliquiar der Sturmkönigin heranzukommen, müssen wir erst seine Beschützer ausschalten. Mit dem ebenen Schärfestrahl sollte das möglich sein, aber erst müssen wir ihn zusammenbauen. Ich hatte den Quellsteinmotor schon vorbereitet, um das Gerät fertig zu bauen, wurde dann aber von Luftelementaren vertrieben. Ob ihr wohl an meiner Stelle gehen und den Strahler zusammenbauen könntet? Na klar, müssen wir ja machen. Das machen wir allerdings erst später, denn wir wollen das Einhorn haben. Oder ich besser gesagt. So. So hört mich an. Genau. Ich betragt eurem Volk so, das. Da haben wir zwei Quests. Ja, hier gibt es nur Kohle und Erfahrung. Sehr schön. Seid listig und leichtfüßig. Genau.
Ich würde sagen, wir machen uns auf zum Portikulum. Ich glaube, das ist auch hier oben direkt auf unserem flinken Eichhörnchen. Ich finde das einfach nur knuffig. So, warte mal, wo ist denn überhaupt der reguläre Weg? Ach, hier. Wer hätte das gedacht? Ja, nebenbei noch ein paar Augen aufhalten nach Artefakten. Denn ich habe schon lange keins mehr gefunden. In den letzten Folgen haben wir, glaube ich, auch keins gefunden. Ach, hier ist dieses Wasserwerk. So, da vorne ist schon ein Stein von uns. Das heißt, hier ist ein Lager unserer Fraktion. Allerdings werde ich jetzt hier erstmal keine Quest annehmen. Weil wir ja immer noch nach Meridian wollen. Ich suche nur ein Portikulum. Um dann auch schnell wieder hier in dieser Region zu sein. So, warte mal. Da ist ein Portikulum, ne? Nee. Ja, aber wir müssen trotzdem in diese Richtung. Entdeckt. Eisenfall. Können wir die Blume sammeln? Ja, können wir. Das machen wir auch noch nebenbei. Ach, ich bin auch blöd, ey. Diese Raute da, dieses... Keine Ahnung. Zeigt uns nur an, dass hier Erze und so sind. So wie hier zum Beispiel. Auch wenn ich es gerade nicht finde. Weil ich auch nicht wirklich Ausschau halte. So, hier ist diese Handelsstraße. Die sollte man auch auf der Wächterseite kennenlernen, weil die haben ihr Lager auch irgendwo hier in der Nähe. Wir müssen unser Lager aufsuchen. Das ist da vorne. Also unser Hauptlager, das ist dieses hier. Sehen wir auch gleich, dass da ein Portikulum ist. So, immer noch keine Artefakte. Ja, ich kann nicht reden. Ihr wisst, was ich sagen will. So, hier sind auch keine. Na, auf der Schnelle. So, dann gehen wir mal kurz dieses Item hier ab. Ich nehme auch nichts Neues an. Nachher Perspice. Da sind wir. So, Jagdmeister. Ah, gut euch zu sehen. Teilnahme an der Jagd und ein Jagdabzeichen. Und ich glaube, man kann mehrere Jagdabzeichen finden und dann kann man sich hier irgendwas Tolles kaufen oder man lässt es halt sein. So, wir wollen durch das Portikulum. PvP-Güter, auch nicht schlecht. So, zack. Ja, wir wollen natürlich nach Matosia und zwar nach, wo ist denn das? Hier, ne? Ja, Meridian. So, ich genehme mal einen Schluck Kaffee, während das Ding lädt. Ah, herrlich. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Diese Questreihe kenne ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die neu hinzugekommen ist oder ob sie schon etwas länger oder, also letztes Jahr oder so, bla, gibt. So, tägliche Einhorn-Tastisch-Quests sind nun im Sanctum Meridian verfügbar. Okay, dann wollen wir mal. Ja, mehr steht hier nicht. Einhorn-flüchtliche Flüchtlinge von der Ebene des Lebens brauchen eure Hilfe, Auserwählter. Die Vertreter des Instituts für Ebenenforschung und suchen Freiwillige. Moment mal, Institut Ebenenforschung, das klingt nach diesem Silver oder wie er heißt. Der ist, glaube ich, hier in diesem linken Flügel. Also von hier aus gesehen, linken Flügel. Ich würde meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen. Die Musik ist ziemlich laut gerade. Ah ja, wir werden sehen. Warte mal. Nee, ich werde erstmal hier abtauchen. Die Manufaktur. Nee, ich glaube, das ist es nicht, ne? Nee, das... Warte mal. Genau, ich meinte eigentlich hier drüben. Ach, warte mal, hier ist ein Auktionator. Da können wir mal gucken, was diese Rex-Dinger kosten. Ja. Sind das Verbrauchgüter? Nein, sind's nicht. Mann, was ist denn das? Artefakte? Nee. Ich gebe einfach mal oben Rex ein. Vielleicht finden wir ja was. Nein. Boah, wie heißen die denn? Warte mal. Tod den Drachen. Empfehlungs-Dinger da. Warte mal, die sind hier unten. Rex. Ja doch, die heißen so. Tja. Keine Ahnung. Egal. So, was wollten wir machen? Ach ja, hier diese Einhorn-Quest. So, ist hier. Hier dachte ich, dass das hier vielleicht ist. Drin ist diese Forscher. Glutgelehrte. Wir brauchen ja diese Ebenengelehrten. Nee. Ich glaube nicht. Der wird das nicht sein. Wollt ihr mehr über meine Arbeit erfahren? Epische Geschichte, Kultsaga für Dreiergruppe. Nee, das ist es nicht. Quellstein, wenn ihr wiederkommt. Nee, ich bringe dir garantiert nichts mit. Nee, keine Ahnung, da muss das draußen wohl irgendwo sein. Ja, wahrscheinlich direkt am Eingang oder so, damit das auch echt jeder, der da zufällig vorbeiläuft, das mitbekommt. So, dann verlassen wir mal dieses Gebäude hier.
und schauen einfach mal, ob wir denn das Ding finden. Das, ich weiß auch gar nicht, ob es mittlerweile so ein Questmarker extra für Events gibt, so wie das hier zum Beispiel. Das wäre ja mal was. Dann würde man das sofort sehen, wenn dann ein Event am Start ist. Ich gehe mal hier vorne raus. So, warte mal, hier gibt es eine Quest. Das ist die hier angezeigt. Ach nee, diese lilanen Teile, warte mal. Das war doch schon damals bei den Events so, dass das hier, wiederholbare lilane Quests. Das sieht doch arg danach aus. Ach, da steht auch eins, ne? Einhornflüchtling. Mensch, was müssen wir denn machen? Ach, Glitzeressenzen. So, warte mal, jetzt Glitzeressenzen. Bietet ihr Hilfe an? Hier kriegt man das. Da scheinen, also diese Glitzeressenzen scheinen wohl diese. Bietet ihr Hilfe an? Alles Gute. Ja, diese Währung hier zu sein. Aber. Wo kriegt man. Wahrscheinlich aus dem Shop, oder? Hier Events oder irgendwie so gibt es doch bestimmt. Trophäen, Risse, Dimensionen, Begleiter, Lager, Reittiere, Getränke, Kanone, Ausrüstung, Boost, Services. Na, hier bei Services ist es garantiert nicht drin. Gibt es denn nichts für Events? Reittiere? Ne, wahrscheinlich nicht, weil dann würden. Ach, keine Ahnung. Hier, du? Nee. Hier vielleicht bei den Reittieren? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Eure Gegenwart ehrt mein Geschäft. Nee, weil wir brauchen irgendwas, wo wir diese Glitzeressenzen eintauschen können. Gern begrüßen. Aber ich finde den hier nicht. Habe ich was übersehen? Na komm, wir machen. Ach, warte mal, hier. Wonach ich bin auch so hier? Dumm, ne? Ich möchte gerne etwas kaufen. So, was brauchen wir denn? Oh, ganz schön viele. Ja. Darf ich mal kurz ein Duell mit dir machen für die Quest? Ja, warte, ich antworte gleich. Ich wollte nur gucken, ein Tschüss vorbei. Oh, hier. Opal-Einhorn. 850 Glitzeressenzen. Ach so, Vogelfutter, Glitzeressenzen. Bis zum nächsten Mal. Glitzeressenzen, sind das die, die man hier bekommt? Ja, das sind die. Ja, 850. So, warte mal. Jetzt möchte ich allerdings. Hallo. Mit dem sprechen nicht. Ich grüße euch. Ich will auch dieses Duellzeugs annehmen. Viel Glück. So hört mich an. Ich bitte euch, tragt eurem Volk Ehre ein. Ja, komm, dann machen wir das eben. Warte mal, wir machen ein Duell. Nee, Quatsch, er war das, ne? So, wo war denn das Ding jetzt? Der hier, ne? Genau. Dann warten wir mal ganz kurz, bis er uns zum Duell herausfordert. Achso, er hat schon jemanden gefunden. Egal, dann nehme ich diese Quest hier halt mal an. So, zack, besiegt irgendjemanden. Wo ist denn das Teil jetzt? Nur warte mal, der ist doch bestimmt irgendwo auf der Map. Ja, ihr seht mich ein wenig ratlos. Ich nehme erstmal alle an. So, bietet ihr Hilfe an? Erstattete Raden, Dings, alles okay. Gute. Dann nehme ich die bietet beiden noch an. Benutzt Glitzerzauberstab feindlichen Spieler. Achso. Möget ihr an der Kriegsfront. Ich bitte euch demütig gestohlenes. Viel Glück. Ja, komm, ich nehme die erstmal alle an. Ich habe keinen Plan. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mehr damit. Und ja, dann sage ich, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Rift. Also, bis dann.